Waldwirbel reinschaut. Mit dem Sapfahren ist ja völlig in. Und wenn eine Stadt nah ans Wasser gebaut ist wie Hamburg, dann müsst ihr da unbedingt mit dem Sapfahren. Aber bitte, ganz, ganz wichtig, es sind in Hamburg sehr, sehr große Pötte unterwegs. Zu groß für euer Sapp und euch. Deswegen, bitte denkt daran, es gibt Befahrungsregelungen. Erkundigt euch, wo ihr fahren dürft und wo nicht. Es gibt hier Bundeswasserstraßen, es gibt europäische Wasserstraßen und auf beiden habt ihr mit dem Sapp nichts verloren. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal eine schöne Tour durch Hamburg auf dem Sapp. Ja, bei manchen Brücken in Hamburg, da heißt es, die Köpfe einziehen, sonst haut sie euch an und durchgepaddelt mit dem Stand-up. Sapp unterwegs seid, denkt bitte dran, es kommen ja manche Brücken in Hamburg, die sind niedriger als ihr hoch seid. Deswegen niederknien und durchsacken lassen. Sapp unterwegs ist in Hamburg, da kommt natürlich direkt an so großen öffentlichen Gebäuden vorbei, die hier nah ans Wasser gebaut sind und wieder Hauptstraßen. Also es ist hier nicht so mit völliger Ruhe und Abgeschiedenheit, sondern ihr seid mit dem Sapp eben hier einfach doch in einer Großstadt unterwegs, hat ja auch seine. Ja, liebe Kinder, ich habe wieder festen Boden unter den Füßen, wieder runter von meinem wackeligen Sapp. Weitere tolle Touren, was ihr hier in Hamburg unternehmen könnt mit dem Sapp, findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken und dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder zu sehen. Macht's gut, bis dahin. Für den Servus, euer Olli.